I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Oh, Sam! Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott, verdammt. Los! Ich hab genug von dieser Insel. Genug von Ihrem Bruder. Und ich hab genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Können wir vielleicht einfach da... Ich komme. Wenn was das ist. Nadine! Sie sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey, komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand. Break the Sow. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Ma,
Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Was? Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam. Das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Sam, du Sau. Oh mein Gott. You're a liar. Nate. Hey, Nate. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen.